Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. So, haben wir es. Wir sind jetzt wieder hier im Fountain Plaza und gucken uns weiterhin um. Ich gucke jetzt mal, ob ich nochmal da hinten lang komme oder ob das auch verboten ist. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal zu Burmi. Hi. Burmi! In den Parks hier in der Stadt sitzt wirklich in so ziemlich jedem Baum ein Burmi. Burmi? Okay, du hilfst uns anscheinend doch nicht. Ein Griffel, äußerst geschickt mit dem Schweif. Griff! Hey, Griffel, keine Streiche mehr hier in der Stadt, hörst du? Okay, du hilfst uns auch nicht. Ein langes, dünnes Pokémon brauchen wir. Ein langes, dünnes Pokémon. Warte mal. Hier hatten wir aber auch nichts gesehen, ne? Lang und dünn. Nee. Müssen wir uns was anderes überlegen. Vielleicht finden wir noch eins. Wir müssen eigentlich auch noch Bäume rütteln. Normalerweise. Oh. Ah, an diesem Baum wachsen Beeren. Über die würde sich Frikokel bestimmt freuen. Bringen wir sie schnell zu Frikokel und seinem Partner. Oh, Detektiv Tim, konntest du ein paar Beeren finden? Mhm. Ja, die habe ich von einem Baum auf dem Fountain Plaza gepflückt. Ah, die sind perfekt für Frikokel. Okay, Frikokel! Sieht ganz danach aus, wie es sich freut. Jetzt steht eurem Campingausflug nichts mehr im Weg, stimmt's? Stimmt, ich danke euch beiden. Frikokel! Sehr schön. Sehr schön. Okay. Wieder zum Plaza. Ich gucke als noch. Da ist was kaputt gemacht worden, seht ihr das? Eieiei. Aber wir wissen ja, dass wir nicht den Täter entdeckt hatten. Sondern, dass sie alle unschuldig sind. Die wurden alle kontrolliert, die armen Pokémon. So, was haben wir hier? Also gut, schauen wir uns das hier mal etwas genauer an. Wir suchen nach Spuren, die der Täter, also ein anderes Pikachu, zurückgelassen hat, richtig? Aber wie würden sich diese Spuren von denen unterscheiden, die dein Pikachu hinterlassen hat? Ich bin mir nicht sicher, aber ohne uns hier umzusehen, werden wir das wohl auch nicht herausfinden. Gutes Argument. Wir dürfen hier auf keinen Fall etwas übersehen. Alright. Suchen wir nach Hinweisen, die uns zu dem Pikachu führen, das für all das Chaos hier verantwortlich ist. Oh, das ist ein Fahrschein. Ich bezweifle stark, dass ein Pokémon allein mit dem Bus gefahren ist. Klingt aber lustig. Stell dir nur mal vor, was das für eine wilde Fahrt wäre. Oh. Auf dem Boden liegt Papier. Das ist nur ein zerknülltes Stück Papier. Ich glaube nicht, dass es was mit unserem Fall zu tun hat. Ja, willst du es dir nicht mal angucken, Tim? Oh. Auf dem Boden liegt Essen. Vielleicht stammt das Essen von diesem Verkaufsstand. Das sieht ganz so aus, weil es sind Muffins. Ja. Oh. Sieh dir mal diese Pokémon-Spuren an. Ganz schön groß. Die stammen auf keinen Fall von Pikachus Pötchen. Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten, Tim? Es sieht ganz danach aus, als wäre das Pokémon in Richtung Hauptstraße gegangen. Okay. Auf zur Hauptstraße. Was, wir haben noch was? Wir haben noch was. Wir haben noch was. Da! Oh. Hier sind ein paar Pokémon-Spuren. Keine Ahnung, ob die von einem Pikachu stammen, aber die Größe kommt jedenfalls hin. Die Spuren führen in den hinteren Bereich des Platzes und enden kurz vor der Second Avenue. Hm, seltsam. Alright. Es gibt hier nichts mehr zu entdecken. Sehr seltsam. War es das hier? Gibt es hier auch nichts mehr zu entdecken? Sind wir fertig? Ich guck nochmal. Okay. Let's think. Also, es kann gut sein, dass es noch ein anderes Pikachu gibt. Untersuche den Fountain Plaza noch einmal genauer. Mhm. Finden wir heraus, wo das andere Pikachu abgeblieben ist. Ein weiterer Verkaufsstand. Das Essen auf dem Boden neben dem Stand lässt vermuten, dass das andere Pikachu vielleicht auf der Suche nach Leckereien war. Die Hauptstraße. Die großen Fußabdrücke führen in Richtung Hauptstraße. Das bedeutet, dass derjenige, der diese Spuren hinterlassen hat, dorthin gegangen ist. Second Avenue. Die Fußspuren weisen darauf hin, dass das andere Pikachu wohl in Richtung Second Avenue gelaufen ist. Ja!
Okay. Diese kleinen Fußspuren, von der Größe her könnten sie einem anderen Pikachu gehören. Glaube ich auch. Und sieh mal, wo sie hinführen. Das ist doch die Gasse, über die man zur Second Avenue kommt. Vielleicht hat jemand auf der Second Avenue das andere Pikachu gesehen. Hören wir uns mal um. Sehr gut. War es das jetzt? Können wir aber noch... Okay. Vielleicht finden wir in der Second Avenue jemanden, der das andere Pikachu gesehen hat. Dann nichts wie hin. Dieser Weg führt zur Second Avenue. Ja, hoffentlich finden wir dort jemanden, der das Pikachu gesehen hat. Wartet. Okay, ja gut. Alles klar, ich darf nicht mehr zurück. Okay. Ich hatte nur Angst, dass wir jetzt die Nebenquest, die andere nicht mehr machen können. Ich hoffe aber schon. Mal ein neuer Ort. Guckt mal. Voll nice. Neue Pokémon, neue Gesichter. Nun, da wären wir. Das ist die Second Avenue. Die Polizeiwache liegt direkt links neben dem Parkplatz, auf dem die vielen Polizeiautos stehen. Und wenn wir von hier aus Richtung Polizeiwache gehen, kommen wir wieder zu der Straße, in der sich das Hi-Hat-Café befindet. Ja, das wissen wir. Ich kann keine weiteren Spuren von diesem Pokémon sehen, als hätte es sich plötzlich in Luft aufgelöst. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ein paar Passanten zu befragen. Vielleicht haben wir Glück und finden jemanden, der das Pikachu gesehen hat. So, da kommen wir wieder zurück. Hi. Hey. Lass uns die Frau doch mal fragen, ob sie ein Pikachu gesehen hat. Ja, das hatte ich vor. Excuse me. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Worum geht es denn? Pikachu. Excuse me. Vorgestern Abend wurde die Phlegmon-Statue auf dem Fountain Plaza beschädigt. Haben Sie in dieser Nacht zufällig ein Pikachu gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich vermute mal, das Pokémon-Schutzamt hat es sofort verhaftet. Die Polizei hat ein Pikachu verhaftet, das stimmt. Wir suchen aber ein anderes. Oh, wirklich? Tut mir echt leid, aber ich habe keinen Pikachu gesehen. Danke, diese Information hilft uns sehr. Die inhaftierten Pokémon. Wurden Sie in letzter Zeit Zeugin davon, wie man ein Pokémon verhaftet hat? Gesehen habe ich so etwas noch nicht, nein. Aber es Oh, Mist. Kann ich zurück? Oh, aber es scheint so, als würden es in letzter Zeit vermehrt zur Verhaftung von Pokémon kommen. Ja, früher waren in der Stadt deutlich mehr Pokémon zu sehen. Das hängt vielleicht mit dem Fall rund um Pikachu zusammen. Warum werden plötzlich so viele Pokémon festgenommen? Mehr und mehr Pokémon in Rhyme City werden von Pokémon-Schutzamt verhaftet. Angeblich sollen diese Pokémon schlimme Dinge getan haben. Es klingt irgendwie, als würden in letzter Zeit erschreckend viele Pokémon hier in Rhyme City verhaftet werden, oder? Ja, selbst wenn es mit den inhaftierten Pokémon... Selbst wenn mit denen was nicht stimmt, ist das alles doch sehr plötzlich. Das könnte auch mit dem anderen Pikachu in Verbindung stehen. Wir sollten dem nachgehen. Keine schlechte Idee, nur wie sollen wir das anstellen? Die Partner der festgenommenen Pokémon könnten etwas wissen. Guter Punkt, also dann suchen wir nach ihren Partnern. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. So, hier kommen wir wieder zurück. Ja. Legios, hallo. Mit dir können wir nicht quatschen, schade. Ach, die Stimmung in der Stadt war auch schon mal besser. Pokémon scheinen in letzter Zeit nur noch für Probleme zu sorgen. Ich frag mich nur, warum? Sie hat auch keine Ahnung. Guck mal! Oh, wen sehen wir denn da hinten? Primo war bevorzugt ruhige Rückzugsorte. Pri? Hm, was ist denn das für ein Pokémon? Es ist zuckersüß. Ist perfekt. So. Was haben wir hier? Dieser Laden hat die besten Burger weit und breit. Hier könnte ich jeden Tag essen. Jeden Tag? Klingt mir nicht gerade nach einer ausgewogenen Ernährung. Pikachu. Excuse me. Vorgestern Abend wurde die Phlegmon-Statue auf dem Fountain Plaza beschädigt. Haben Sie in dieser Nacht zufällig ein Pikachu gesehen? Nö, hab ich nicht. Und das, obwohl ich hier war. Den Spuren nachzuurteilen, ist das gesuchte Pikachu weiter die Straße runtergelaufen. Aber wohin? In letzter Zeit wurden einige Pokémon verhaftet. Waren Sie bei einer dieser Festnahmen anwesend? Nicht persönlich, nein. Aber ich habe ein paar Gerüchte gehört darüber, dass die Polizei da war und so... Um ehrlich zu sein, geht mir der ganze Trubel um die Pokémon gehörig auf den Keks. Wie soll man denn da in Ruhe essen und entspannen? Hallo? Happy! Oh mein Gott, ist das süß. Können wir da rein? Nein, schade. So, haben wir hier noch was? Ein Bäumchen? Hi!
Ach, ich kann's nicht fassen. Ach, Bärmon. Excuse me. Was ist los? Wie es scheint, hat sich mein Partner Pokémon Bärmon eine Menge Ärger eingehandelt. Bärmon sind doch dafür bekannt, Streiche zu spielen, nicht wahr? Stimmt, gut möglich, dass es dieses Mal den Bogen etwas überspannt hat. Wären Sie so gut, uns noch ein paar weitere Details zu verraten? Was genau ist denn vorgefallen? Das Pokémon-Schutzamt hat mein Bärmon einfach so mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich wurde plötzlich überrumpelt. Mir zittern jetzt noch die Knie. Halten Sie es für möglich, dass einer von Bärmons Streichen der Grund für seine Verhaftung war? Gut geraten. Genau das hat das Pokémon-Schutzamt auch behauptet. Aber ich kann es trotzdem nicht glauben. Excuse me. Vorgestern Abend wurde die Fleckmon-Statue auf dem Fountain Plaza beschädigt. Haben Sie in dieser Nacht zufällig ein Pikachu gesehen? Nein, tut mir leid. Wir wollen herausfinden, wer für die Beschädigung der Fleckmon-Statue verantwortlich ist. Oh, ihr seid Detektive? Ich hoffe, ihr findet den Täter. Was soll Bärmon denn angeblich angestellt haben? Es wird behauptet, mein kleines albernes Bärmon hätte die Wertgegenstände von jemandem gestohlen. Oh. Und dass es genau hier, vor diesem Burgerladen, passiert sein soll. Angeblich liegen Aufnahmen einer Sicherheitskamera vor, auf denen Bärmon deutlich zu erkennen sein soll. Ich kann das alles nicht glauben. Man mag es ihm vielleicht nicht auf den ersten Blick ansehen, aber mein Bärmon ist ein total liebes Kerlchen. Zugegeben, es liebt funkelnde Dinge und schleppt manchmal Kram an, den es auf dem Boden gefunden hat. Aber alles nur Sachen, die herumliegen. Mein Bärmon würde niemals Leute bestehlen. Ha, ich würde Ihnen echt gerne glauben. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass ihr skeptisch seid, armes Bärmon. Irgendwie habe ich so meine Zweifel daran, dass Bärmon wirklich der Täter war. Ich würde mir den Tatort gerne mal etwas genauer ansehen. Mhm. Der Vorfall, den Bärmon angeblich verursacht haben soll, ereignete sich genau vor dem Burgerladen. Lass uns nach ein paar Beweisen Ausschau halten. Das ist also der Ort, an dem Bärmon angeblich jemanden bestohlen haben soll. Vielleicht finden wir ja hier ein paar Hinweise. Okay, dann schauen wir mal, was wir finden können. Die Speisekarte. Oh! Oh! Ein beleuchtetes Schild mit dem Namen des Burgerladens. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Ein Poster des Burgerladens. Sieht aus, als würde gerade eine Sonderaktion laufen. Die Karte des Burgerladens. So ein saftiger Burger wäre jetzt echt was Feines. I feel you. Schlurpleck ist das Maskottchen dieses Burgerladens. Wer auch immer diese Skulptur angefertigt hat, hat wirklich erstklassige Arbeit geleistet. Aha! Auf dem Boden liegt eine glänzende Münze. Wurde die etwa während des Vorfalls mit Bärmon fallen gelassen? Das wäre in der Tat seltsam. Genau, wo Bärmon glänzende Dinge doch so liebt. Das stimmt, Bärmon hätte diese Münze garantiert aufgehoben. Wieso liegt sie also noch dort? Ich schätze, hier gibt es nichts mehr zu finden. Na gut. Okay, das hilft uns noch nicht. Wir gehen weiter. So, da kommen wir nicht rein. Was ist das für ein Laden? Erkennt man nicht, ne? Konnte ich hier irgendwas machen? Ich dachte gerade, ich könnte da was machen. Okay. Können wir hier was machen? Nein. Oh, ich will da hinten hin unbedingt. Wie Senior schlüpft überall durch. Wie Senior! Oh, sieh nur ein Wie Senior! Glaubst du, es passt in diese enge Lücke? Um dem armen Kerl seinen Ehering dort rauszuholen? Ja, das sollte Wie Senior mit links hinbekommen. Lass es uns einfach mal fragen. Hey, Wie Senior, hier in der Nähe hat ein Mann etwas verloren, das ihm unglaublich viel bedeutet. Wir würden ihm gerne aus der Klemme helfen und könnten deine Hilfe gut gebrauchen. Wie Senior? Es scheint mich nicht zu verstehen. Ach, er steckt wirklich in großen Schwierigkeiten. Bitte, wir brauchen dringend deine Hilfe. Wie Senior? Ob es das wohl verstanden hat? Vielleicht nicht deine Worte, aber deine Gefühle kamen auf jeden Fall mehr als deutlich rüber. Hoffentlich. Der Mann, um den es geht, befindet sich beim Fountain Plaza. Magst du ihm helfen? Senior, wie Senior? Das hat geklappt. Okay. Sieht so aus, als hättest du das tatsächlich vor. Wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. Komm, lass uns mal nachsehen.
Oh, ihr seid's, dieses Visenio ist aus heiterem Himmel hier aufgetaucht und hat mir heldenhaft meinen Ring zurückgeholt. Ihr habt es zu mir geschickt, nicht wahr? Vielen lieben Dank euch beiden. Ohne Visenios Hilfe wäre ich echt draufgeschmissen gewesen. Danken Sie nicht uns. Danken Sie, Visenio. Gut gemacht, Visenio. Richtig gut. Ein dickes Dankeschön auch von Tim und mir. Visenio! Am besten lassen Sie in Zukunft einfach nichts Wertvolles mehr fallen, okay? Haha, ich werde es versuchen. Ich kann meinen Blick einfach nicht vor diesem Ring losreißen. Er erinnert mich daran, was für eine glückliche Ehe ich doch führe. Klingt so, als wären Sie zwei ein richtiges Traumpaar. Mich alle hat allerdings etwas überrascht, dass Visenio überhaupt begriffen hat, was wir von ihm wollten. So etwas ist mir als Kind tatsächlich schon öfter passiert. Ist vielleicht etwas, was mir Mama vererbt hat. Es braucht nicht immer Worte, um miteinander zu kommunizieren. Oft reicht es schon, die Gefühle seines Gegenübers zu verstehen. Aha, aha, Rachel. I see. Da ist doch was faul auch. Hier ist überall was faul. Bei unserer Schwester ist was faul. Bei Rachel ist was faul. Warten wir mal ab, was hier noch bei rumkommt. So. Dann gehen wir mal zu unserer Lieblingsprofessorin. Wobei, wir gucken erstmal. Ah, okay. Hi. Hallo, Mr. Detektiv. Shannon. Tuka. Ich glaube, wir sind schon mal begegnet, oder? Was für eine Frage. Klar sind wir das. Ich bin's, die Quiz-Professorin. Schon vergessen? Oh, aber wo hast du denn dein Pikachu gelassen? Euch gibt's doch sonst nur im Doppelpack. Tuka. Pikachu hat heute andere Pläne. Sie wollen mir sicher wieder ein paar Quizfragen stellen, stimmt's? Nun, wieso nicht? Ein bisschen Abwechslung kann nicht schaden. Ich helfe dir auch. Ach, und das hier muss wohl deine Freundin sein, ja? Na, wenn das so ist, dürft ihr zwei natürlich gerne gemeinsam am Quiz teilnehmen. Dann kommt hier Pokémon-Quizfrage Nummer 1. Welches duftende Pokémon lässt auf seinem Kopf eine Blume erblühen? Ein Pokémon mit einer Blume auf dem Kopf? So eins habe ich doch schon mal gesehen. Kann gut sein. Vielleicht finden wir eins an einem Ort, an dem es viele Blumen gibt. Sag Bescheid, wenn du die Antwort weißt. Sehr gut. Warte. Können wir dahin zurück? Ich meine, wir konnten ja jetzt andere Dinge auch tun. Warte, wo ging's lang? Hier. Dressella, meinen sie, oder? Können wir dahin? Ja. Wenigstens das. Bestimmt auch noch. 100 pro, oder? So, hi! Lilly? Dress? Sieh nur, ein Dressella. Es hat eine Blume auf dem Kopf und duftet himmlisch. Tim, das muss die Antwort auf die Frage der Quizprofessorin sein. Also nichts wie hin zu ihr. Du hast recht. Okay, gehen wir. Dieses Hin und Her rennen aber immer, ne? Wobei, das hält fit. Wir bleiben fit dadurch. Ist auch nicht verkehrt. So. Das war Antwort Nummer 1. Auf geht's. Was hast du als nächstes Schwieriges für uns? Na, wie sieht's aus? Hast du die Antwort parat, Mr. Detektiv? Alright. Klar, war ja auch nicht schwer. Die Antwort lautet Dressella. Ding, ding, ding. Das scheint dir ja nun wirklich nicht schwer gefallen zu sein. Tuka! Dressella sind dafür bekannt, wunderschöne Blumen an ihren Köpfen sprießen zu lassen. Doch man muss sie auch gut pflegen. Kümmert man sich nicht um ihren Blumenschmuck, verwelkt er rasch. Darüber hinaus lässt sich das aus Dressellas Blume gewonnene ätherische Öl zu exorbitanten Preisen verkaufen. Naja, ich habe erst kürzlich einen Dressella gesehen, deshalb ist mir die Antwort auch direkt eingefallen. Ach, das scheint ja dann wirklich das reinste Kinderspiel für dich gewesen zu sein. Kommen wir nun zu Frage 2. Tuka? Welches Pokémon hat flauschiges Fell um seinen Hals, hasst schmutzige Orte und tut stets das, was es möchte? Bei dieser Beschreibung muss ich sofort an ein prachtvolles, leicht verwöhntes Pokémon denken. Doch um welche Art könnte es sich wohl handeln? Wir haben zwar den Tipp bekommen, dass es flauschiges Fell um seinen Hals trägt, aber leider keinen Hinweis, wo man es finden kann. Jetzt aber husch, husch, auf die Suche, komm wieder, wenn du die Antwort weißt. Okay, wir probieren was. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, wir sind eben schon dran vorbeigelaufen. Und ich glaube, ich habe auf dieses Pokémon eben schon reagiert. Na los. Komm, da, du! Ine, Ine!
Das ist ja mal niedlich. Oh, eine Nekoru. Sieh nur, wie putzig es aussieht. Glaubst du, es macht gerade einen Spaziergang? Koro? Es scheint an Menschen gewöhnt zu sein. Glaubst du, das ist vielleicht jemand das Partner-Pokémon? Das Fell um seinen Hals sieht wie ein flauschiger Schal aus. Richtig putzig, was? Ich könnte es den ganzen Tag lang streicheln. Hey, Moment mal. Klingt das nicht haargenau nach der Beschreibung, die uns die Quizprofessorin gegeben hat? Oh, gut möglich. Am besten schauen wir gleich mal bei ihr vorbei. Na, das war doch einfach. Und wieder Ladebildschirm. Schön. Also da muss ich sagen, ich finde es cooler, wenn die Pokémon wirklich in dem Bereich sind, in dem die Professorin steht, dass man nicht hin und her durch den Ladebildschirm rennen muss. Das wäre ein bisschen angenehmer. Natürlich wäre es am allerangenehmsten und am schwierigsten auch, wenn man einfach so 4 Antwortmöglichkeiten hätte und man müsste sich für eine entscheiden. Das wäre für mich schwerer, weil ich oft mit Namen der Pokémon ein bisschen Probleme habe. Nun, Mr. Detektiv, hast du die Antwort herausgefunden? Yep, es geht um Enekoro, stimmt's? Ja, ja. Hey, richtig. Hoffentlich war die Frage nicht zu schwer. Toka! Enekoro isst und schläft, wann es Lust dazu hat und tut das, was es möchte, in seinem eigenen Tempo. Es ist sehr stolz auf sein Fell und hält es gerne sauber, weshalb es schmutzige Orte hasst. Wenn Pikachu jetzt hier wäre, würde er glatt eine Diskussion darüber lostreten, wessen Fell wohl glänzender ist. Sind Enekoro normalerweise nicht nachtaktiv? Tagsüber begegnet man ihnen doch so gut wie nie. Ah, da kennt sich aber jemand prima mit Pokémon aus. Fantastisch! Kommen wir nun ohne weitere Umschweife zur dritten und letzten Frage. Welches Pokémon kann mit Hilfe des Fortsatzes an seinem Kopf Gefühle wahrnehmen und hält sich bevorzugt an einsamen Orten auf? Tuka! Das muss in puncto Hinweisen genügen. Ein Fortsatz an seinem Kopf, was könnte das sein? Am besten wir sehen uns einfach mal dort, wo sonst niemand ist. Also gut, Mr. Detektiv, für die Antwort wirst du ein wenig suchen müssen, aber das kriegst du schon hin. Ich muss gar nicht suchen, ich weiß doch schon, wo ich hin muss. Diesmal müssen wir aber nicht durch den Ladebildschirm, das ist doch schön. Wir müssen an diesem Polizisten vorbei. Und das ist nämlich genau gegenüber von der Professorin. Hi! Ein ganz schön stilles Pokémon. Hast du so eines mal gesehen, Rachel? Ja, das ist ein Brimova. Es zeigt sich Menschen nur ganz selten. Bri? Nun, hier auf dem Parkplatz ist es jedenfalls ziemlich ruhig. Es scheinen auch nur selten Leute herzukommen. Dieses Pokémon erscheint nur in Gegenwart derer, die über ein ruhiges Herz und einen ruhigen Geist verfügen. Klingt ganz nach dir, Tim. Anscheinend wollte da jemand deine Bekanntschaft machen. Gut möglich. Hey, Sekunde mal. Vielleicht ist das ja das Pokémon, von dem die Quizprofessorin gesprochen hat. Jetzt, wo du es sagst, komm, gehen wir gleich mal zu ihr. Und wieder einmal drumherum. Aber dann haben wir die letzte Frage auch schon beantwortet. Sehr, sehr gut. So. Da sind wir wieder. Frage beantwortet. Na, Mr. Detektiv, ist dir die Antwort auf meine letzte Frage eingefallen? Ich denke schon, sie lautet Primova, richtig? Absolut richtig. Glückwunsch, Tuka. Es wird dir bestimmt nicht entgangen sein, aber Primova bevorzugt Orte, an denen sich kaum jemand aufhält. Da die Gefühle anderer unablässig in seinem Kopf strömen, macht es sich aus dem Staub, sobald es starke Emotionen wahrnimmt. Falls du ein Primova als Partner-Pokémon möchtest, solltest du deine Gefühle also lieber unter Kontrolle behalten. Klingt nach einem sehr sensiblen Pokémon. Ich frage mich, ob sich Primova wohl gezeigt hätte, wenn ich allein unterwegs gewesen wäre. Aha. Was verheimlichst du mir, Rachel? Nun, das war's mit unserem heutigen Quiz und du hast alle Fragen korrekt beantwortet. Kompliment. Tuka! Okay, Nebenquest erledigt. Sehr gut. Jetzt gehen wir noch hier hinten lang. Oh, Kätzchen! Das ist das, was Loopstra meinte, ne? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Haben wir hier noch? Ne, wir haben hier 2 Frauen. Das sind aber bestimmt Leute mit Partner-Pokémon, die inhaftiert sind. Excuse me. Hallo, dürfte ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Ach, wie kann ich dir weiterhelfen? Excuse me. Vorgestern Abend wurde die Fleckmon-Statue auf dem Fountain Plaza beschädigt. Haben Sie in dieser Nacht zufällig ein Pikachu gesehen? Ach stimmt, auf dem Fountain Plaza schien mächtig was los gewesen zu sein, nicht wahr? Ich war den ganzen Abend über hier und habe auch kein Pikachu gesehen. Also ist der Täter hier auch nicht vorbeigekommen.
Wurden Sie in letzter Zeit Zeugin davon, wie man ein Pokémon verhaftet hat? Nun ja, angeblich soll ein Pokémon vor dem Hi-Hat-Café für reichlich Wirbel gesorgt haben. Aber ich war nicht dabei, also kann ich dir leider nicht mehr darüber erzählen. Du vielleicht. Oh, ich liebe ruhige und gemütliche Tage. Ganz besonders, wenn das Wetter so schön ist wie heute. Ich auch. Leider waren die letzten Tage alles andere als ruhig und gemütlich. Oh, wieso das? Ist irgendwas passiert? Vorgestern Abend wurde die Fleckmon-Statue auf dem Fountain Plaza beschädigt. Haben Sie in dieser Nacht zufällig ein Pikachu gesehen? Kein Pikachu, nein. Nur ein Morpeko und ein Dedenne. Hey Tim, hältst du es für möglich, dass einer von den beiden der Täter war? Nein, das bezweifle ich leider. Direktor Butler hat behauptet, einen eindeutigen Beweis für Pikachus Schuld zu haben. Aber ich glaube, dass es sich dabei um ein anderes Pikachu handelt. In letzter Zeit wurden einige Pikachu verhaftet. Waren sie bei einer dieser Festnahmen anwesend? Nein, ich habe nur ein paar Gerüchte gehört. Zum Beispiel, dass eines der verhafteten Pokémon jemanden die Wertsachen gestohlen haben soll. Wir sollten lieber alle vorsichtig sein. Ich jedenfalls werde von nun an gut auf meine Habseligkeiten Acht geben. Na gut, das hilft schon mal nicht. Hi. Wir können nicht mit Ihnen reden. Ach, warte. Ach, warte. Nee, da geht's auch nicht lang. Hä? Müsste hier nicht noch ein Pokémon sein, welches wir suchen? Ha. Irgendwas übersehe ich hier. Irgendwas übersehe ich hier. Was übersehe ich hier? Wir haben hier mit allen geredet. So viel gibt's doch jetzt hier gar nicht mehr zu gucken. Haben wir einen Partner übersehen? Eigentlich ja nicht. Mit euch haben wir geredet. Ihr habt kein Ausrufezeichen mehr über dem Kopf. Wir können nicht darunter. Jetzt müssen wir nochmal nach Ausrufezeichen Ausschau halten. Da haben wir nichts. Da können wir nicht hin. So, du hast nichts mehr. Da können wir nicht hin. Ihn haben wir schon. Ja. Mit dir haben wir auch geredet. Ja. Und mit ihr haben wir auch geredet. Okay. In letzter Zeit nimmt die Anzahl an Vorfällen immer mehr zu. Ich kann jederzeit zu einem Tatort gerufen werden, also heißt es wachsam bleiben und bereithalten. Beim nächsten Verbrechen bin ich sofort zur Stelle. Wir werden in letzter Zeit ständig losgeschickt, um Pokémon zu verhaften. Es ist höchst alarmierend, wie sich die Vorfälle häufen. Und hier haben wir aber auch niemanden mehr, richtig? Haben wir hier wen übersehen? Nein. Hä? Okay, ganz check ich's nicht. Ganz check ich's nicht. Vielleicht müssen wir nochmal zum Fountain Plaza. Vielleicht müssen wir gar nicht hier suchen. Vielleicht müssen wir nochmal hier lang, ne? Wir gucken uns jetzt nochmal genau um. Ah, wir müssen zur Blumenladen-Lady. Ja, wartet. Oh, wir müssen hier weiter gucken. Stimmt. Ich bin einfach doof, ne? Du hast, glaube ich, nichts für mich. Sehr schlau, sehr schlau, du. Ich glaube wirklich. Also wir können noch mal hier mit allen reden. Auf jeden Fall. Das machen wir auch. Wir fangen hier an beim nächsten Mal. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich danke hier wieder allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.